Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Empire at War Remake Mod. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir haben noch einige Flotten zu vergeben. Ich habe ja jetzt in letzter Zeit viel aufgenommen auf Vorrat und jetzt habe ich quasi eine frische Aufnahmesaison. Und wir haben ein paar Flotten zu definieren. Es haben sich einige beworben als Kommandanten. Und diese Bewerbung nehmen wir natürlich ernst und wollen sie auch entsprechend honorieren. Und zwar ist es so, dass die erste Flotte, diese hier, Flaggschiff ist die Purifier, von Admiral Keldroma geführt wird. Die zweite Flotte, hier bei Harp, ist momentan stationiert und mit einem Schiff der Executor-Klasse als Flaggschiff, wird von Admiral Jack Gumi geführt. So, dann haben wir ja noch die Flotte von Thrawn hier oben, dann Tarkin, der den Todesstern führt, und dann gibt es hier vorne noch die vierte Flotte unter Commander Arkham. Was jetzt noch im Bau ist, bei Kurt, ist die Reserveflotte, die von Commander AKO geführt. Und ansonsten gibt es, glaube ich, keine Posten zu vergeben. Unsere Separatistenflotte, gut, die wird von irgendeinem Separatistenoffizier geführt. Das wird auch so sein. Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter und gucken, was die Rebellion noch für Überraschungen für uns hat. Die letzten Folgen waren ja etwas enttäuschender und ich muss sagen, ich hatte mir mehr erhofft. Wir werden ja sehen, was die Rebellen, machen werden. Ich habe vor der Aufnahme schnell die überall Raumstation angeklickt und ausgebaut, damit wir mehr Popcap bekommen. Das ist ja leider voll und ich würde gerne noch ein paar mehr Schiffe haben und auch noch die Eclipse nach Möglichkeit zeigen. Aber wir müssen Bodeninvasionen durchführen. Star Destroyer reporting in. Und dazu müssen wir mal Bodentruppen bereitstellen. Construction complete. Botavui haben sie zurückerobert, das heißt. Acknowledged. Arrival imminent. Wir haben ja hinten noch welche. Bei Endor zum Beispiel, die brauchen wir nicht. Awaiting your orders. Bespin. Das sind alles Truppen, die wir da nicht brauchen, aber die unser Popcap wegfressen. Transmission received. Receiving location. Star Destroyer reporting in. Departure set. So. On my way. On the way. Die schicken wir mal alle hier runter. Die Einheiten hier auch. Heading out. Tactical battle imminent. Jetzt werden wir aber verliehen wieder angegriffen. Immer und immer wieder ist es verliehen, dass sie angreifen. Und diesmal am Boden. Also so langsam. Enemy forces ahead. Nee, doch nicht am Boden. Space Station under attack. Das ergibt für mich jetzt überhaupt keinen Sinn. Target locked. Weil, Building under construction. Bomber standing by. Kann man machen. Engines activated. Beginning construction. Receiving orders. Constructing. Bomber active. In der Zeit, das soll mich auch nicht stören. Building under construction. Bomber squadron construction recording. Complete. Nur construction es ist halt auch noch eine Zeit, die verloren geht. Construction complete. Construction complete. Aber was soll man machen? Gut. Das ist schon mal gut gelaufen. Hier können wir auch ausmachen, gucken, wie wir Geld bekommen. Star Destroyer reporting in. Hatte ich mir ja vorgenommen. Beginning construction. 10.000 kostet das. Construction complete. Jetzt kommen wieder Geld rein. Beginning construction. Construction complete. So. Beginning construction. Ne, wir brauchen das Popcap halt. Und jetzt würde ich sagen, greifen wir mal an. Harp, das hatten wir zerstört. Merkel ist ja Destination set. Destination set. So. Die Flotte hier. Ne, das ist keine Flotte, das ist ein Bodenboot. Acknowledge complete. Was haben wir denn hier alles? Joa, geht so. Könnten mehr Panzer sein. Construction complete. On my way, sir. Das ist ja lieber Reserveflotten-Commander.
AKO. Invasion commencing. Unit. Planetary control achieved. So. Constructing. Building started. Das ist doch schon mal ganz gut. Die schicken wir nochmal eins hier. Destination her. Is acknowledged. Nach Itor. So, meine lieben Freunde. Dann möchte ich bitte, dass danach diese Welten erobert werden. Und Sereno auch. Da fliegen wir schon mal hin. Order acknowledged. Construction complete. System control achieved. So. Building started. Building under construction. Battles. Ich sehe sie herbei. Ahead to that position. Building started. Mimban muss natürlich gut gesichert sein, da ist jetzt Construction die Wellengrenze hier. Construction complete. Und hier unten müssen wir auch nochmal angreifen. Darum wird sich Lord Vader kümmern. Building started. Construction complete. Avenger. Construction complete. Admiral Arvis Targic. Okay. Moving outside. Auch nach Umbara. Construction complete. So. Das ist unsere Reserveflotte. Und die Trainingsflotte. Vehicle in production. Construction complete. Planetary control achieved. Coordinates received. Building started. Jetzt bauen wir hier nochmal die Garnison aus. Building started. Construction complete. Hier nochmal die Raumstation. Construction complete. Da. Ich weiß nicht, hier oben geht Building hier noch was. Started. Kein Geld mehr, alles klar. So, Sereno Invasion commencing. Zack. System conquered. Beginning construction. Star Destroyer reporting Building in. Under construction. Building started. So, jetzt müssen wir gucken, wo noch Gegner sind. Ja? Kashyyyk ist das nächste Ziel. Clear for departure. Und wir schicken Admiral Kaldroma gleich auch hier weg, sobald die Invasion da stattgefunden hat. Construction complete. Oder Kaldroma, sorry. Aha, guck mal, was da ist. Holzprügel. Das mit den Namen weiß ich nicht, ob ich dabei den Plottenbezeichnungen bleibe oder bei den Admirälen. Das muss ich mir halt auswendig merken. We've located the enemy. So selten auf, dass ich Angst habe, das zu vergessen. So, guck mal, da ist doch Kashyyyk. Star Destroyer standing by. Gravity Well Generators online. Hier haut keiner ab. Erstmal die Raumstation wegmachen. So. Star Destroyer reporting in. Yes, Commander. Engaging the enemy. Jetzt müssen wir nur warten, bis die Rauchwolke hier verschwunden ist. Dann können wir uns wieder einsatzbereit machen. So. Was ist denn hier das? Warum sind denn die... Awaiting orders. Also die Jäger und Bomber müssen auch losfliegen, ne? Das ist, die sind schon ziemlich langsam unterwegs. Ach, jetzt fahren die sich hier verstecken. Wo ist denn der Holzprügel? Da. Dann geht das nicht. Commence primary ignition. Das geht. Ja, das geht. Ich habe mich schon gewundert, warum das nicht geht. Schöne Victories. Aber ich muss sagen, der Victory, der ist schon cool. Aber... weiß nicht, ich finde den Sternzerstörer besser. Vorteil von Victory, der kann auch nach hinten schießen. Dadurch, dass die Raketen natürlich Zielfindung haben, ja. Aber ich bin Sternenzerstörer-Favorit. Das ist mein Lieblingsschiff aus Star Wars.
Könnt ihr mal reinschreiben in die Kommentare, was euer Lieblingsschiff ist? Würde mich mal interessieren. Vielleicht so ein schöner Holzprügel, hm? Ich meine, so ein schöner Holzprügel. Ja, das ist dann wirklich ein schönes Raumschiff, ja. Wenn man mal irgendwo an den Strand will oder so. Oder eine Rebellion anzetteln, dann ist so ein Schiff gar nicht so schlecht. Oder wie wär's mit sowas? Hm? Hier im Hintergrund. Auch praktisch, ne? Wenn man von der Arbeit kommt und durch den Berufsverkehr muss und einfach wieder die Leute vor dir nicht weiterfahren, dann musst du halt gucken, wie du dir deinen Weg nach Hause halt irgendwie machst, ja? Oder wenn Schnee liegt, dann musst du halt die Hindernisse einfach wegräumen. Und das kann man mit so einem Apparat doch eigentlich ganz gut. Ja. Finde ich zumindest. Und man hat einen schönen Lichteffekt, ne? Das sieht doch gut aus. Enemy base will be in range in 1 minute. Nee, Kaschik mache ich nicht kaputt. Das brauche ich noch, Leute. Das brauche ich noch. Einer muss hier, ne? Arbeiten gehen, got them on scopes, damit wir die Schulden von dieser Raumstation abbezahlen können. Wusstet ihr eigentlich? Ich habe mir mal überlegt, wir können ein bisschen was erzählen. Damit das nicht immer so eintönig ist und ich hier nur rumschweige. Wusstet ihr eigentlich, dass ursprünglich in Star Wars Episode 4, also im ersten Star Wars Film, Obi-Wan Kenobi den Kampf mit Darth Vader überleben sollte? Eigentlich hat George Lucas nämlich geplant gehabt, dass Obi-Wan die Ausbildung von Luke übernehmen soll. Aber dann haben die sich halt überlegt, okay, Obi-Wan, der dem seine Rolle ist eigentlich verbraucht, ne? Der wäre ja nur so eine Randfigur und eigentlich überflüssig. Und deswegen haben sie dann den Charakter Yoda für Teil 5 erschaffen. Finde ich schon ganz interessant, wenn man so ein bisschen ein paar Hintergründe mitbekommt. Ich glaube nicht, dass wir das noch rechtzeitig schaffen, aber wir können... Ah doch, vielleicht. We are victorious. Leute, das war knapp. Das ist wieder imperiale Präzisionsarbeit. Confirmed by Obi-Wan, ja? Niemand schießt so genau wie die Imperialen. Außer die Sturmtruppen. So. Unit in production. Das stimmt gar nicht. Auch die Sturmtruppen sind präzise. Alles andere ist durch Propaganda. Das ist natürlich alles Schwachsinn, ne? Construction complete. Sehr gut. Construction complete. Mhm. Ja. Construction complete. Ja, ja. Mhm. Tactical battle imminent. Construction complete. Das kämpfe ich jetzt nicht nochmal. So. Bodentruppen. Reporting. Coordinates received. Right away. Bodentruppen. Construction heading complete. Out. Achso, und ich wollte noch ein paar Spionageeinheiten haben. Coordinates received. On the way. Complete. Building under construction. Ready to go. Beginning construction. Gucken wir mal. Reporting. Moving to coordinates. Die Flotte wollte verstärken. Construction complete. Guck mal, da ist sogar noch so ein blöde Ionenkanone von denen, ne? Reporting. Gefällt mir überhaupt nicht. Ach, weißt du was? Komm, wir machen uns mal den Spaß. Construction complete. Ich mag das eigentlich nicht, aber einmal kann man es vielleicht doch mal machen. Ja. Gucken wir mal nach der Bodenschlacht, was hier so möglich ist. Hallo. Choose your reinforcements. So, Flak. Setting coordinate boarding. Awaiting orders. Enemy base shields up. Hm. There they are. Blast them. Turret constructing. Da kommen sie schon. Base is under attack. I read you, sir. Over. Ready. Moving out. ATAA here. We're ready. Der bleibt hier stehen. Yes, sir. Was ist das denn? Advancing. Squad, move out. Construction complete. Standing by. Roger. Was zum Henker ist das denn? Oh, das ist Artillerie, klar. Aber... Choose your reinforcements. Right. We're on it.
Destination on the way. Ready to move. Setting coordinates. Was war das? Roger. Reporting. Yes, Commander. Let's go. Armor advancing. Ready. Acknowledged. Your orders. Unit destroyed. Over. Reporting in. Unit destroyed. Right away, sir. Das sind die. AT-AT ready. Armor transport deploying stormtroopers. Choose your reinforcements. Was machen wir denn da? Artillerie? Nee. Reinforcements canceled. Inputting coordinates. Commander? Reporting in. Das ist natürlich ziemlich schlecht. Wir warten mal auf den Bodenbeschuss. Roger that. Our base is under attack. Yes, sir. Scouting. Form up. Ready to go. Awaiting orders. On my way. Awaiting your orders. Roger that. Copy. Dropping additional soldiers. Ready, sir. I copy. Reporting. Reporting, sir. Armor advance. Affirmative. Scanning area. On the move. Scouting area. Yes, sir. We're standing by. Reporting in. Let's go. Engaging enemy. Fire. Target acquired. Enemy sighted. Oh, right shit. Away. Moving out. Yes, Commander. Unit destroyed. Form up. Squad, advance. Affirmative, sir. Reporting. Unit destroyed. Destination set. Yes, Commander. Choose your reinforcements. Moving out. Nicht so optimal alles. We've secured a landing zone. Setting course. At maximum Advancing. Unit capacity. Awaiting orders. Copy. Move out. So. I copy. Die sollen den Punkt da oben sichern. Battalion standing by. Roll out. Deploying. Scanning for enemies. I've got them on scopes. Wichtig. Ist dann immer noch die Panzer. Initiate sweep. Reporting. Order acknowledged. Die kriegen wir so dann nicht raus aus dem Bunker. Yes, Commander. Unit destroyed. Ready. Proceeding to target. Turret has been sold. Langsam wird's unlustig. Repair station constructing. Reporting. All right, men, take cover. Oh, da hat man wirklich einen Bodenschlag anfordern wollen. Choose your reinforcements. We've secured a landing zone. Moving to coordinates. Und hier oben holen wir uns Panzer. Order acknowledged. Construction moving complete. On my way. Infantry. Capacity. So, mit Panzer müsste das auch machbar sein. Mauler ready. Mauler, suchen wir das Gelände ab, was alles so ist. Standing by. Awaiting order. Reporting. Ready. Spread out, man. Wisst ihr, das geht auch so. Right away. Bombardment available. Yes, sir. Roger. Moving to that area, sir. Na, mit Artillerie kriegen wir das auch weg. Time order, copy. Reporting in. Roger that. So, Infanterie soll absichern. Form up. Awaiting orders. Heading out. Weiter geht's. Fallout troops ready. Ready. Copy. Brigade standing by. Activating. Die Frage ist, wo ist der Setting course. Generator für den Schild? Roger that. Changing course. Der muss ja irgendwo sein. Right away. Wo ist der Generator für den Schild? Moving out. An diesem blöden Rebellen. Heading out. Da. Fallout troops. There they are. AT-AT ready. Form up. Armor transport ready.
Roger that. Armor ready. Die Panzer schicken wir da rein. Form up. Heading out. I copy. Das zieht sich ein bisschen hin. Awaiting orders. Just give me a target. Copy. They are in my sights. Tank brigade ready. Mit dem Panzer geht er schon viel besser. Move into position. Charge. Ach, guck mal, was da unten steht. Reporting. Awaiting orders. New coordinates. Roger that. Scanning target. So, alles wegbomben hier. Turret constructing. Ready for orders. Order acknowledged. Luftwaffe hin. Commence attack running. Providing covering fire. Das hat nicht ganz gereicht. Complete. Not copied. Moving to fire. Targeting. Engaging enemy. Reporting. Bombardment incoming. Ja, Turbo Laser. Yes, sir. Räumt auf. In my sights. Reporting in. On my way, sir. Fall out. Concentrating firepower. Das kann sich einziehen da unten. Choose your reinforcements. Distance calculated. Schick mal den General dahin. I copy. Fire for yes, maximum commander. Effect. Artillery online. Awaiting your orders. Concentrate maximum firepower. Ah, your sehr orders, gut. Commander? Jetzt noch der Bunker da unten. I am ready. I anticipate no problems. Yes, Commander. Orders, sir. Ready. Enemy in range. Boom, boom, boom. Na gut, die ziehen sich jetzt zurück. Planetary control achieved. So. Building under construction. Den ausbauen. Truppen wegschicken. On my way, sir. Oh, oh. 11 Reporting. Geschwader. Construction complete. Ready to go. Wie lustig. Tactical battle imminent. So, jetzt kann die Purifier wieder zeigen, was sie kann. Ja, jetzt geht's los. Hallo und willkommen. The enemy is approaching. Bei Crash. Und die Map ist hoch. Was? Ja, der Planet ist jetzt über uns. Das ist natürlich. Awaiting your command. Semi-optimal. Your command, sir. Commander. Reporting in. Roger that. Ja. Form up. Your orders. Destroyer here. Broadside cruiser reporting. Copy. Purifier ready. Burn it. So, purifier. I copy. Ready. Ready to burn. They will be done. Ist schon mal gut. Nee. Reporting. Das Gravity well generators online. So, dann gucken wir mal. Was wir noch alles gerissen kriegen hier. Und ja, Hintergrundhandlung zu Star Wars Episode 5. Die Rückkehr der. Nicht Rückkehr der Jedi Ritter. Die Rache des Imperiums. Nee. Das Imperium schlägt zurück. So, warum werde ich alles durcheinander? Das Imperium schlägt zurück. Der Schauspieler von Luke Skywalker, Mark Hamill, hatte sich einen Autounfall zugezogen, einen sehr schweren. Und, also, nach den Dreharbeiten, zum ersten Teil, also dann zum fünften Teil hin, war er schon wieder einsatzbereit und fit, hat aber diesen Autounfall hinter sich und seitdem eine Narbe im Gesicht. Und, es ist jetzt so, dass man quasi George Lucas, naja, vorgeworfen, sagen wir mal, unterstellt hat,
Das stellt sich auch so krass an. Man hat halt gesagt, okay, Luke Skywalker hat den Wampa-Angriff, also diese komische Vieh auf Hoth, was ja Luke vorher angreift, nur reingemacht, um diese Narbe zu erklären. Und das fand ich schon ganz interessant, wie Leute auf solche Ideen kommen. Das wäre mir gar nicht richtig aufgefallen, muss ich sagen. Man sieht einfach gar nichts. Fired up. Ja, wir wissen alle, die Purifier ist groß und mächtig. Purifier ready. Into ash. So. Feuerfrei. Holding for maximum firepower. In control, leave no trace. Schießen wir erstmal das Ding ab. Star Destroyer standing by. Ja. Das kann man mal machen hier. Das gefällt mir gut. Boom und tschüss. Systems engage. Purifying. Jetzt können wir uns um das Ding hier. Star Destroyer reporting in. Das ist ein bisschen Kino-Modus. Gar nicht mal so verkehrt. Closing on target. Vielleicht erinnern sich einige von euch noch in Episode 5. Das Imperium schlägt zurück. Haha. Jetzt weiß ich's. An die erste Darstellung vom Imperator. Der sieht ja so ganz komisch aus, hat so rausguckende Augen. Das ist, weil man Schimpansenaugen benutzt hat. Finde ich auch interessant. Man wollte halt irgendwie sowas Abnormales irgendwie geben. Wobei ich sagen muss, ich finde, das sieht ziemlich lächerlich aus. Attack commencing. He won't be around much longer. Dann hat man in den Versionen, die danach rauskamen, quasi das einfach mit Computer überarbeitet. Die Szenen. Auch interessant, finde ich. I got him. Und die Rüstung für Darth Vader ist auch nicht dieselbe. Also man hat eine neue Rüstung angefertigt. Und nicht die benutzt, die man für Teil 4 benutzt hat. I'm on this one. Wobei ich mich frage, ob man eventuell das auch merkt, anhand der Rüstung selbst. Die Bildqualität gibt das wahrscheinlich nicht her, aber wahrscheinlich gibt es so ein paar kleine Unterschiede. Wenn man so ganz fein hingucken könnte. Jetzt, wo das Gefecht vorbei ist, kommen unsere Artillerieschiffe. Die Weltraum-Katyusha hier. Cruiser reporting. Target confirmed. Destroying lasers. Under control. Ich gucke gerade auch nebenbei. Aber, boom. Das sieht auch schön aus mit Raketen hier. Also der Schauspieler von Luke Skywalker, Mark Hamill, wusste nicht, dass Darth Vader der Vater von Luke Skywalker ist. Dementsprechend überrascht war er,
da, in der Szene. Der hat das erst in der Szene erfahren. Vorher haben die das nicht gesagt. Deswegen merkt man, dass das der Charakter wirklich überzeugend so erschrocken ist, weil er das aber nicht wusste. Finde ich auch wieder ziemlich lustig. Ach, guck mal einer an. Awaiting your orders. Schleicht sich in den Nebulon B-Fregatte rum und glaubt nicht entdeckt zu werden. Aber das nicht mit der Purifier. Ready. Holding for maximum firepower. So. Awaiting your command. Da wird kurzer Prozess gemacht. Attack. So. Das muss auch noch weg. Gut, jetzt können wir die Rebellion theoretisch entkommen lassen. Die haben keine Einheiten mehr. Ist nur das blöde Gas-Tankstation hier. Und da habe ich keine Lust, jetzt 5 Stunden lang rumzubattern. Genauso aber auch, ich habe ja eben erzählt, dass er Mark Hamill das nicht geglaubt hat. Oder jedenfalls komisch fand, sich erschrocken hat. Das gleiche gilt übrigens auch für den Schauspieler von Darth Vader. Der das übrigens nicht glauben wollte. Die haben das dem ja erzählt, als er halt die Szene spielen sollte. Und er hat es denen nicht geglaubt. Also er hat gesagt, er wollte mich doch verarschen, ja. Das war schon, finde ich schon, da wäre ich gerne dabei gewesen und hätte gerne die Gesichtsausdrücke gesehen. Invasion commencing. Planetary control achieved. Constructing. Building under construction. Reporting. Building started. Sehr schön. Construction complete. Und das Zitat, das man da hat, ist auch falsch. On my way, sir. Construction complete. Also die Reporting. Alle sagen ja, Construction complete. Luke, ich bin dein Vater. Ja, ich meine, das ist ja wohl einer der bekanntesten Sprüche aus Filmen überhaupt. Construction complete. Und dabei stimmt er gar nicht. Also, ist ja falsch. Weil eigentlich sagt er, nein, ich bin dein Vater. Also das, dass mir das aufgefallen ist, dann, das war schon, ja. Da merkst du schon eigentlich so, oh. Building under construction. Eigentlich stimmt das tatsächlich, ja. Und wir erzählen alle Blödsinn. I am on route. Und während ich hier diese Unterhaltungsshow mache, planetary control achieved. Fallen die Rebellensysteme eins nach dem anderen wieder an uns. Und da kann sich nun denken, ich kann darüber beschweren. Wir machen jetzt noch ein bisschen Spionage. Ein bisschen gucken. Wayland brauchen wir, das ist die Schatzkammer des Imperators. Wer die Front-Trilogie gelesen oder sich das Hörspiel angehört hat, der wird das wissen. AT-AT ready. Aha. Construction complete. Ihr baut nur Jäger momentan. Construction complete. Luke Reik. Ja, ich weiß, das ist Luke Reik. Und Wayland. Raumschiffe haben die nicht viele. Departure vector set. Coming around. Verlagern wir mal Truppen. Versuchen wir es mal. Construction complete. Construction complete. Beginning construction. Vielleicht haben wir ja Glück und erwischen das Ding. Construction complete. Ja, hier ist nicht wirklich viel. Building under construction. Enemy fleet incoming at Kashyyyk. Tactical battle imminent. Aber erstmal Mimban. Oh. Wo kommen die denn her? Von hier unten, ne? Course approved. Dafür haben wir die Reserveflotte. Construction complete. Wow. Wir werden von Bodentruppen angegriffen. 5 Sternenzerstörer haben wir hier. Complete. Construction complete. Nee. Construction complete. Ach nee. Barracks destroyed. Construction complete. Das ist nicht schlecht. Rebellen in die Flanke. Na gut. Das Problem bereinigen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir unsere Flanke sichern und weiter Richtung Mon Calamari vorrücken. Macht's gut, bis dahin und ciao.